So, Leute, ich bin wieder zurück. Willkommen zu einer neuen Ausgabe auf meinem Weg zu einer Milliarde Gold. Und ich war jetzt questen, habe Dailies gemacht am Sturmlangtal. Da ist mir aufgefallen, wir können mal gucken hier. Ich war nur im Sturmlangtal unterwegs und unheimlich viel Sturmsilbererz, also recht viel Sturmsilbererz, gefarmt. Gut, ich habe jetzt überall eigentlich Rang 3. Ich kann mich nicht entsinnen. Ich glaube, Platinerz habe ich erst Rang 2. Aber auch da gab es relativ viel von. Monolith irgendwie nicht so. Also ist mir aufgefallen, okay, Sturmsilber, Sturm-Sanktal. Da gibt es das meiste Sturmsilbererz. Und habe dementsprechend auch eigentlich gefarmt. Habe eigentlich nur die Dailies gemacht und eine Quest, die plötzlich noch angezeigt wurde. Die habe ich dann halt auch noch gemacht. So, ja, jetzt gucken wir aber erstmal, was ich noch im Verkauf habe. So. Rasender Tigerfisch ist blöd. Habe ich nämlich auch noch ein paar neue hier. Gut, viel sind es nicht, aber immerhin. Schlammige Makrele, Leinen, das ist alles von gestern. Gestern war Sonntag, da haue ich ja immer alles rein, egal wie es aussieht. Ne? Hauptsache weg damit. Schleier ist auch noch drin. Gut, habe ich letztens auch erst am zweiten Tag verkauft. Flüchtiges Leben auch noch drin. Kann natürlich gut sein, dass das jetzt gar keiner braucht. Selbst der Mitternachtslachs ist noch drin. Eigentlich müsste ich mal scannen, um die Preise zu sehen. Obwohl, da brauche ich nicht wirklich scannen, aber... ich muss mal halt durchgucken. So, jetzt gucken wir erstmal, was verkauft ist oder ob was ausgelaufen ist. Geborgener Gegenstand, zerfledderte Karte. Geil. So, verkaufe flüchtiges Wasser, Nylonfaden. Selbst der Nylonfaden ist verkauft. Okay, für ein paar Silber. Naja, erkunden das Biss, fleischige Keule, Flussknospe, Flussknospe. Elementiumerz ist verkauft. Aber das gute Pyrit nicht, ne? Langlebiger Fluxus. Also die ganzen Kram kaufen die. Wieso kaufen die das? Aber okay, gut für mich. Monolith-Erd, Rotflossenschmäle. Oh, das hat sich gelohnt gestern, das Flippen. Sternenholz, selbst das Zeug, das kann man überall beim Händler kaufen. Ich kriege das ja nur durchs Verschrotten und dann biete ich das halt an, ne? So, zähe Lände. Auch verkauft, cool. Monolith-Erd, noch mehr. Selbst der Winterkuss ist weg. Auch wenn er nicht viel Wert hat gerade. Meeresstängel, habe ich auch noch welche. Noch mehr Ankerkraut, das ist auch gut. Habe ich gestern nicht geflippt, obwohl ich das ja gerne flippe, aber diesmal hat sich das nicht gelohnt. Hier nochmal Platinerz, was Tiefseesatin, Ankerkraut auch nochmal hier und noch mehr Ankerkraut, Sturmsilbererz. Das ganze Sturmsilbererz, ich hoffe mal, dass die Preise heute anders sind. Gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen das entgegen. Bisher habe ich eingenommen durch Questen und Schrottverkauf 528 Gold. So, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe auf 10. 10 wäre toll, 12 wären auch super, 15 wären am geilsten. Und wir sind bei 18.000, knapp 20.000 heute wieder eingenommen. Klingt nach nicht viel, aber wenn man das täglich einnimmt, ne, das macht schon was aus. Ne? Und das sowieso nebenbei Queste, um halt ihr auch voranzukommen. Ich meine, ich will den Charakter ja auch dann wahrscheinlich danach noch weiterspielen. Ne? Dann nicht nur einfach stehen lassen hier. So, Goodie. Das heißt, wir gucken jetzt mal eben. Ich denke, ich muss mal schauen, wo meine Auktionen liegen. So, Aschenblüte. Wahrscheinlich, ai! Das ist hart. Das ist hart. Aber gut, ich lasse sie drin. Wenn sie zurückkommen, haue ich sie dann nochmal rein. Ashara Schleier. Auch heftig. Ich werde aber keinen aufkaufen. Ich glaube, ich habe gestern ein bisschen was gekauft. Bin mir aber nicht... Nee, obwohl, gestern brauchte ich gar nichts aufkaufen. Habe genug gefarmt gehabt. Ist egal. Lasse ich alles drin. Hat mich nichts gekostet. So, blutbefleckter Knochen. Auch hier werde ich unterboten worden sein. Ich muss aber ehrlich sagen... Wo ist denn meiner? Hier, 39. Interessiert mich nicht. Ich will eher gucken, wo liegen zum Beispiel... wo liegt denn hier Ankerkraut? Habe ich gar keins drin. Wie heißt denn dieser Fisch hier? Ich komme nicht drauf. Mitternachtslachs. Den wollte ich nachschauen. So. 350. Das sind harte Preise. Das sind harte Preise. Hier werde ich nichts aufkaufen, denn ich glaube, im Moment fällt der Preis so stark und so schnell, dass ich das... Ich traue mir das ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, 290.000 Gold, 4 Stück. Das kann man schon mal machen, wenn man genug davon hat. Gut, Stoff und so hebe ich alles auf. Wir hauen das Monolith erst rein, war gestern bei 48,99. Mal gucken, was heute steht. Heute mache ich wieder vernünftige glatte Stapel. Ne? Versteht sich von selbst. So, wir sind bei 47. Hier auch nicht genug zum Aufkaufen, das heißt, wir machen 21er Stapel. Ein 20er Stapel. Und solange ich nichts aufkaufe, hier ist, bin ich immer noch im Plus. Das ist alles in Ordnung. Ja. Als nächstes haben wir rein Sirenenpollen. Könnte Stapel machen. War 38 Gold zuletzt. Heute ist auch weniger drin. Sieht so aus. Ist jetzt bei 42 Gold. Dann haben wir hier 46. Okay, auch hier zu viel davor. Lohnt sich nicht für mich, irgendwas zu flippen. Also ein 15er Stapel. Gut, also man merkt, es geht schon ein bisschen bergab jetzt hier. Flussknospe 40 Gold.
letzt. Ist jetzt bei 38 Gold und dann kommt die 41. Ich kann es genau für 38 reinstellen. Ist okay, 760 wären das dann für mich als Gewinn. CL-Lende hebe ich auf. So, Platinerz war gestern 36,90. Wollte ich auch einen 20er Stapel dann reinstellen. Aber man sieht, 8 Seiten ist also relativ viel Zeug drin. Naja, ist in Ordnung, sagen wir mal so. Hier könnte ich noch irgendwas. Also hier sieht man so eine kleine Spanne. Hier von 43 bis 49 so. Aber das lohnt sich auch nicht für mich. Also wirklich ganz im Ernst. Wir machen einen 20er Stapel. Aber man muss halt täglich reingucken. Morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also ich brauche ja auch die großen Dinger hier. 39,90 für Strom, Silber, Erz, zuletzt 13 Seiten haben wir heute. Heute scannt er auch wieder schneller. Aber ich glaube, hat auch was damit zu tun, wie viel gerade WoW frequentiert wird. So, wir sind bei 44. Auch hier lohnt sich nichts aufzukaufen. Und ich mache 3,20er Stapel. 3,20. Wenn wir auch, wenn auch immerhin 884 Gold. Aber es wird schon weniger. Vorher noch immer im Tausender gewesen. Im Tausender Bereich und jetzt so, das ist schon heftig. 24 Gold waren gestern die Meeresstängel. Auch hier wieder 8 Seiten. Das ist bei 22,78. Müsste ich nicht zwingend mitgehen. Das ist ein 27er Stapel. Auch hier lohnt sich für mich nicht irgendwas zu flippen. Ich gehe einfach hier rein mit einem 25er Stapel. Als zweitgünstigster. Was haben wir denn noch? Ein 10er Stapel könnte ich auch noch anbieten. Mache ich auch einfach, weil das sich besser anbietet, als wenn ich jetzt 10 einlagere und einfach auf das Gold verzichte, sag ich mal. Wer weiß, vielleicht sieht es ja morgen noch schlechter aus. Fischöl gucke ich jeden Tag eigentlich. Einfach um zu sehen. Entschuldigung. Um zu sehen, wie jetzt der Preis ist bei 34 Gold. Der Preis ist bei 34 Gold. Das heißt, wenn jetzt Fische günstiger sind, ich hau sie nur mal rein. Er ist noch bei 37, aber auch ganz knapp nur etwas teurer. So, Spurschnapper war bei 25. Ist jetzt bei 22. Das heißt, den Spurschnapper würde ich zum Beispiel verwerten fürs Fischöl. Aber das mache ich nicht jetzt, weil ich habe nicht genug. Ich stelle hier nur 3 Fischöl rein. So, also auch hier, das lassen wir erstmal. So, jetzt kommt hier mein Lieblingskraut, eigentlich Ankerkraut. 513 war es gestern, heute sind es 579. Da sieht es schon wieder ganz, ganz anders aus. Aber auch hier was zu kaufen, ist mir eigentlich zuwider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich könnte alle aufkaufen bis 600. Bis 600 könnte ich locker aufkaufen, würde auch so, ja, 20 Gold bis 7 Gold plus machen, mehr oder weniger. Aber es ist hart. Hier, guck mal, ein 200er Stack, 120.000 Gold. Hätte ich auch gern, aber habe ich nicht. So, jetzt ist die Frage, kaufe ich das auf? Ja, ich kaufe es auf. Denn irgendwas muss ich auch mal, ein bisschen was flippen muss ich. Auch wenn es nur ein paar Gold sind, aber ich denke, ich muss da mitgehen. Das heißt, ich kaufe jetzt die auf bis 600 und gehe dann für 599 rein. Falls er mal fertig ist mit dem Scan hier. Alter, komm, das gibt's doch gar nicht. Es sind nur 8 verfügbar, aber er kriegt das Scan nicht hin. Ah, das ist doch... Okay, pass auf. Das dauert jetzt zu lange, um das zu machen. Ich werde das trotzdem kaufen. Auch wenn das jetzt ewig dauert hier. Das mache ich dann, das muss ich ja nicht aufzeichnen. Oder ich habe auch keinen Bock, das raus zu editieren. Also mache ich das gleich. Das ist mir jetzt auch zu blöd. So, das sind alles Sachen. Hier, Nebelschuppe ist jetzt von Wert und wird vielleicht sogar steigen. Jetzt, wo man mit den Daily Quests die Dinger auch noch abgeben muss. Also 40 Stück habe ich jetzt gehabt. 40 Nebelschuppen abgeben und dann kriege ich irgendwas, ich glaube Ressourcen oder so. Dieses goldene Gerböl, ich kann mal gucken, aber ich glaube, da ist auch tonnenweise drin. Nee, ist gar nicht. Ist im Kupferbereich. Biete ich gar nicht an. Ja, und auch hier diesen gehärteten Sturmbalk. Wir können mal gucken. War 4,27, als ich ihn zuletzt reinstellen wollte. Aber gekirschnet wird halt wie wahnsinnig. Und da hat man wahrscheinlich auch Unmengen Zeug. Ein Gold, das heißt, ich stelle für 99 Silber rein. Nee, cool. Lass mal. Da verschenke ich es lieber. Hier an Kaiser Franz oder so, weil die macht ja Kirschnern. Und ja, eventuell werde ich noch ein bisschen was flippen. Ich müsste dann gucken. Vielleicht noch Lachs und Ackerkraut, aber auf mehr habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Vielleicht noch Makrele oder so. Ich weiß nicht, aber hier habe ich noch eine schleimige Makrele drin. Also ich glaube, da was zu flippen lohnt sich auch nicht. Und wenn ich rausgefunden habe, wie dieser andere Fisch hieß, den ich gestern noch hatte, Rotfossenschmerle, der war es. Würde ich vielleicht noch flippen. Ich guck mal gleich noch. Auf jeden Fall wäre es dann hier soweit erstmal alles.
Morgen wird vielleicht nicht so viel Einnahmen sein, aber man weiß ja nie, für ein paar Tausend habe ich ja noch was drin. Wir schauen dann mal, ne? Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, könnt gerne ein Abo hinterlassen, mehrere Stängel verkauft, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video, bleibt gesund, ne? Haut rein, bis demnächst. Ciao, ciao.